Heute geht es darum, wie man solche Rundholzblöcke zu Bretter bekommt. Inspiriert wurde das Ganze durch meine Freundin, die mir gesagt hat, hey, du machst Videos über so viele Sachen, zeig doch einfach mal, wie man ein einfaches Brett aus dem Stamm bekommt. Und genau das machen wir heute. Viel Spaß beim Video. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, dass man Bretter bekommt durch Sägen. Zum einen kann es sein, dass man im Gatter, das ist meine Haupteinschnittmaschine, die kommt später, dass man hier die gewünschte Brettdicke einhängt. In unserem Fall zum Beispiel 24 mm, also wir wollen 24 mm Bretter erzeugen. Und dann schneidet man den kompletten Stamm eben durch die Maschine durch und erhält dann quasi unterschiedliche Breiten im 24 mm. Das ist die erste Variante. Und dann ist die zweite Variante, man macht einen sogenannten Vorschnitt und einen sogenannten Nachschnitt. Und beim Vorschnitt ist es so, dass man im Model erzeugt mit 14 cm. Man schneidet diesen dann nachher 24 mm. Der Effekt ist dadurch, dass man mehr Breiten auf 14 cm bekommt, wenn das zum Beispiel vom Kunden erwünscht ist. Bretter können auch als Nebenprodukt anfallen, zum Beispiel wenn man einen ganz normalen Gattereinhang hat oder wenn man eine gewisse Modelbreite erzeugen will, muss man an der Seite vom Baum erst ein paar Stücke quasi abschneiden, damit man eine gewisse Modelbreite bekommt. Und diese Bretter, die hier erzeugt werden, werden eben als Nebenprodukt erzeugt, also nicht ganz absichtlich. Es ist eigentlich mehr ein Sägenebenprodukt. Und diese Bretter haben dann meistens auch eine unterschiedliche Breite. Außer man hat einen gewissen Stammdurchmesser, der optimalerweise den richtigen Durchmesser hat. Und somit kann man auch ein Brett erzeugen mit einer gewissen Breite, das auch als Hauptware fungieren kann. Also wir haben jetzt hier unseren Käferholz-Fichtenstamm. Und das Ziel ist es, wir wollen maximal viele 20 cm breite Bretter, zum Beispiel für eine Hausverschalung oder für einen Fußboden, whatever. Und also wie gesagt, das Ziel ist es, wir wollen 20 cm breite Bretter erzeugen. Dann machen wir einen sogenannten Vorschnitt, der ist zum Beispiel so. Der haben wir jetzt hier ungefähr auf 20 cm, bloß dass man sich grob vorstellen kann. Und wenn der Stamm jetzt optimalen Durchmesser hat, dann schaffen wir es quasi hier an der Seite auch noch rechts und links 20 cm breite Bretter zu erzeugen. Und somit schafft man es auch, aus der Seitenware Hauptware zu machen und ein optimales Sägeergebnis zu erzeugen. Und dieses orange angezeichnet ist jetzt zum Beispiel hier der Vorschnitt, das sehen wir später auch. Und beim Nachschnitt wird der Stamm quasi einmal gedreht und so nachgeschnitten, um das ein bisschen visuell zu verdeutlichen. Genau. Eine optimale Ausbeute erzielt man, indem man eigentlich einen Vorschnitt und einen Nachschnitt macht. Also einfach Schnitt hat immer eine schlechtere Ausbeute wie ein Vor- und ein Nachschnitt. Warum das so ist, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das Video heißt vom Stamm zum Kantholz, Zopfdurchmesserberechnung. Und eben dieser Zopfdurchmesser ist sehr, sehr entscheidend. Um es kurz zusammengefasst zu sagen, geht es hier darum, immer möglichst einen quadratischen Querschnitt aus einem runden Stamm eben zum Schneiden, weil man dadurch die meiste Ausbeute für die Hauptware eben erreicht. Um sich das in der Praxis besser vorzustellen können, haben wir jetzt hier ein Beispiel. Und zwar wollen wir möglichst viele 14 cm breite Bretter erzeugen aus diesem Stamm. Der hat jetzt ungefähr einen Durchmesser von 27, liegt jetzt nicht im optimalen Zopfdurchmesserbereich, aber da wir eben die Seitenware auch noch benötigen und als Hauptware verwenden können, ist jetzt das in dem Beispiel nicht so dramatisch. Also auf geht's, wir schneiden jetzt diesen Stamm auf 14 cm vor. Dazu haben wir im Gatter einen Einhang auf 14 cm. Das ist eben bedingt durch die Schablonen, die hier in der Mitte sind, oder durch die Schablone, die hier in der Mitte ist. Und die schwarzen Schablonen rechts und links, das sind lauter 24 mm, die wir als Seitenware verwenden.
Also jetzt sieht man hier ganz gut die Seitenbretter, die jetzt hier auch schon anfallen. Das sind jetzt auch 24 mm. Okay, also der Stamm ist durch. Wir hängen jetzt um auf 24 mm Volleinschnitt. Dazu werde ich alle Bretter raustun bis auf 3 oder 4 Stück, weil die Blätter verbraucht sind, aber die Modelbreite ist jetzt dann nicht so breit, dass die äußersten Blätter viel zum Schneiden haben. Somit lasse ich jetzt 3 oder 4 Stück drin und der Rest wird alles neu gemacht. Ja, genau. Wenn dann die Bretter fertig geschnitten sind, kommen die dann hinter mir auf die Stapelanlage und hier werden sie dann gestapelt zu Pakete. Die Pakete dürfte man hier hinten noch sehen. Und genau so sehen dann letztendlich die fertig gestapelten Pakete aus und das wäre der ganze Bearbeitungsschritt vom Stamm zum Brett. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.